Hallihallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla und wir spielen das Ganze jetzt, ab jetzt auf der PlayStation 5 und freue mich natürlich total darüber. Wir haben den alten Spielstand, habe ich so weit wie es geht übernommen. Kann sein, dass ein, zwei Sachen noch fehlen. Aber wir wollen direkt zur Hauptmission. Und die wäre dann wahrscheinlich, nee, das ist Wetttrinken hier, das weiß ich ja jetzt. Trotz allem ist hier irgendwo das Sigurd. Also wir gehen mal dahin. Da muss es sein. Und in diesem Gebiet befinden sich ja Gegner, mit denen können wir noch bei weitem noch lange nicht mithalten. Ja? So. Okay. Dein Plan stinkt zum Himmel. Aber wir sind stark, Feigling. Ich würde sagen, ja, der Gestank ist stark. Komm näher, du Hundstrott. Und sag das nochmal. Du hast mich schon richtig verstanden. Euer Gestank, das ist eure einzige Stärke. Okay, nette Unterhaltung. Hier ist gerade ein Herzenswunsch erfüllt worden. Und doch sieht dein Gesicht so aus, als hättest du den Lebenswillen verloren. Gorm ist hier, mit den letzten seiner Männer. Wie kann dieser Tolles wagen? Warte auf einen anderen Tag. Wir unterstehen Haralds Waffenruhe. Und Gorm ist zu schwach, um irgendwas zu wagen. Dieser Wichsfleck in der Hose seines Vaters. Ich sollte ihn vom Antlitz der Erde wischen. Nicht heute, Eivor. Lass gut sein. Basim, behalte ihn im Auge und achte darauf, dass er genug trinkt. Ich werde meinen Vater suchen und zum Langhaus begleiten. Wie du wünschst. Geht es Heitam gut? Er wird wieder gesund, aber er wird nie wieder der Alte. Zum Glück hattest du Erfolg, wo er gescheitert ist. Ich war fest entschlossen. Als du Kyrtwi besiegt hast, hast du da ein Siegel bemerkt? Silbern, so groß wie mein Handteller. Geschmückt mit dem Symbol einer Esche. Nimm es. Tausch es gegen irgendetwas ein. Ich weiß, wo Gorm lagert. Wenn du ihn treffen willst, ohne dass es ein anderer bemerkt, kann ich dir einen Kniff beibringen. Suchst du dir schon einen neuen Lehrling? Aber gut, ich beiße an. Was soll ich tun? Zieh den Umhang übers Gesicht. Tauch in der Menge unter. Lenke ab. Versteck dich in aller Offenheit. Du willst, dass ich mich deiner Bruderschaft anschließe? Oder geht so deine Bruderschaft vor? Wir fragen mal das Zweite. So arbeitet deine Bruderschaft also. Ihr schleicht am helllichten Tag herum und erdolcht eure Opfer, wo sie stehen. Wie du es sagst, klingt es beschämend. Wir sind Hüter der Gerechtigkeit und des freien Willens. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Es ist wohl keine Schmach zu täuschen, wenn die Ehre auf dem Spiel steht. Und Gorm ist ein Schandfleck auf der meinen. Dann lass uns sehen, was wir gegen diesen Fleck tun können. Versuch es einmal. Ja. Ein paar Dinge solltest du wissen, bevor du sein Lager betrittst. Da bin ich mal gespannt. Sich ungesehen auf feindlichem Gebiet zu bewegen, erfordert allerhöchste Raffinesse. Okay. Ist ja nicht so, dass man das erste Mal Assassin's Creed spielen, ne? Deine Kapuze macht dich unkenntlich aus der Entfernung. Halte dich von wachsamen Augen fern und du bist unsichtbar für sie. Eine gezückte Waffe oder eine plötzliche Bewegung macht alle Tarnung zunichte. Das ist richtig. Ja, stimmt. Okay, aber wo will Basim mit uns hin? Falls das nicht deutlich genug war, du musst die Kapuze überziehen, damit der Plan aufgeht. Hab ich doch. Hab ich doch. Was ist denn? Dreh dich doch mal um. Dort in dem Lager ist Gorm. Okay. Was soll ich da jetzt machen? Betritt Gorms Hütte. Ein Umhang sorgt für weniger ungewollte Aufmerksamkeit.
Okay, na dann, wir probieren es einfach mal. Umhang haben wir ja an. Proviant ist voll. Misstrauensgebiet. Okay, dann schauen wir mal. Was hast du dir gedacht? Trinkst Met auf leeren Magen. Du musst etwas essen, bevor du so viel säufst. Du weißt, leerer Magen trinkt nicht gern. Ich hab noch etwas Lammbraten am Spieß. Kommst du? Okay, die sitzen alle mit dem Rücken zu mir, ne? Na, schauen wir mal. Scheinbar hat das funktioniert. Eivor, du feige Stück Scheiße! Nimm deine Waffe und folge mir vor die Mauern. Lass Odin entscheiden, wer von uns überlebt. Du wagst es nicht, den Frieden des Königs zu brechen. Scheiß auf dich und dein Gerede von Göttern. Was sagst du jetzt? Du kannst mich schlagen, aber du wirst mich nicht töten. Nicht unter Haralds Frieden. Ihr alle untersteht König Haralds Waffenruhe. Wer sie bricht, wird aus Alrekstadie verbannt. Ich mache keinen Ärger. Du wurdest ehrenlos in diese Welt geschissen, Gorm. Und wenn du gehst, endest du als Scheißhaufen in Hels tiefstem Abgrund. Kräh nur weiter, Eivor. Dann bist du ein leichteres Ziel. Das Ding sollte schon begonnen haben. Ich muss Sigurd finden. Gut, also das hat funktioniert gehabt. Auch wenn es ein bisschen leicht nach hinten losging. Aber ich mag total die, ja, gewandte, also die Redegewandtheit von Eivor. Mit viel Schirm, Charme und Kapuze bringt er hier alle zum Lachen und Schmunzeln. Also manche Ausdrücke sind ja wirklich fragwürdig, ne? Aber es sind nun mal Wikinger. Und die achten da halt nicht so drauf. Alter, ist ja krass. Okay, also gegen sowas möchte ich mal, wenn es geht, noch nicht antreten. Los doch, fordere mich heraus! So, was haben wir denn hier hinten eigentlich? Was ist das eigentlich? Ist das auch ein Misstrauensgebiet, oder? So. Spielen alle in Alrekstadie ihre Liebesspiele so laut? Nein, nur mein Mann. Er kann seine Frau nicht befriedigen. Oh, zu alt? Nein, er ist jung und stark. Es war auch nicht immer so. Auf unseren Raubzügen waren wir unzertrennlich. Ihr habt auf Raubzügen gepflügt? Unser erstes Mal war mitten in einem brennenden Dorf. Irgendwann wollten die anderen, dass wir aufhören, weil es sie abgelenkt hat. In Todesnähe kann Liebe heißer brennen. Habt ihr versucht, diese Erinnerung zu nutzen? Ja, aber darüber zu reden ist nicht dasselbe. Ich muss es fühlen, riechen. Also müsstet ihr die Aufregung eines Raubzugs in euer Bett holen. Hilf uns so zu tun, als würden wir plündern. Das wird meinen Bach fließen lassen. Komm, sagen wir es meinem Mann. Ich wollte nur... Gut. In Ordnung. Hol deine Waffe, großer, starker Wikinger. Heute wird geplündert. Geplündert? Jetzt? Mache mit beim Bluttanz. Erfülle mich mit deiner Kampfeslust. Oh, ja, ja, seien wir Wikinger. Vielleicht könntest du ein paar Dinge kaputt machen. Und dabei schreien, als wäre es dir wirklich ernst. So, und... So, zack. Ihr Spießgesellen. Das ist lustig, aber es erregt mich nicht. Ja, das fühlt sich nicht echt genug an. Vielleicht braucht ihr mehr Feuer, wie beim ersten Mal. Ja,
Brenn unser Haus nieder. Mach es dem Erdboden gleich. Was? Ernsthaft jetzt? Okay. Es schlacht. Ich bin so aufrecht wie Heimdalls Turm. Dann ramme durch das Walgrin-Tor und betritt Walgrin. Nimm alles, was du willst, Wikinger. Nimm auch uns und lass dich vom Liebeshunger verschlingen. Ein andermal vielleicht, aber ich bediene mich an eurer Truhe. Weltereignis abgeschlossen, erneute Entflammung. Ich laufe mal schnell hier... Achso, die machen gar nichts, ich dachte schon. So, eine Rune, Eisen, Erz und Leder. Ja, okay, das, ja, ihr seid ein lustiger Haufen, wenn man das so sagen darf. So, weiter geht's, haben wir hier. Können wir hier noch was plündern eigentlich, so, immer zur Mission gehen? Okay, da unten haben wir ein paar Wachen auf Streifzug. Proviant haben wir ja voll, ne? Da brauchen wir ja nichts aus dem Esstopf klauen. So, trotzdem interessieren mich diese Unterlagen hier hinten noch. Kann man sich ja mal holen. Mal schauen, dass nicht irgendjemand in der Nähe ist, ne? So, 13 Meter. 9 Meter. Hier am Baum. Nicht wirklich. Unter mir? Oh, ernsthaft, schon wieder unten. Okay. Ich würde mir schon wieder einen Eingang suchen. Na gut, macht ja nichts. Ich feiere das übrigens total auf der PlayStation 5. Das ist... Ja, wie soll ich das sagen? Das ist, als ob man ein komplett neues Spiel spielt, ne? Man weiß zwar, worum es geht, aber Optik, Steuerung, das ist alles ganz anders. Also unbeschreiblich, unbeschreiblich gut. So, ich weiß es, also ich vermute jetzt, dass diese Hütte einen Eingang hat, ne? Einen Eingang in den Keller. Dann warte ich jetzt mal, bis der da weggelaufen ist. Schleicht dann hinter dem entlang ins nächste hohe Gras und dann schauen wir nochmal in die Hütte rein. Ich hoffe, die ist nicht gerade verschlossen. Ist ja nur Misstrauensgebiet, ne? Misstrauensgebiet bedeutet ja, dass sie eben misstrauisch werden, wenn die mich sehen. Was will ein Wikinger hier? So. Ich werde auch niemanden töten. Ja. Komme ich jetzt hier eigentlich noch mal rein? Das war ja klar. Na gut. Dann gibt's hier keinen Eingang. Kann aber auch sein, dass der Zettel irgendwo auf dem Baum hängt, ne? Dass der da oben ist. Schauen wir mal. Uah, Feuer. So, ich meine, der Baum ist ja nicht umsonst so aufgestellt hier, ne? Da, hier. Oh. Oh, na, das kennen wir doch. Ist ja mega cool. Ein paar Kohlauf wieder eingebaut. Na, den werden wir nicht kriegen. So, komm, Ivor. Ab geht er. Da hinten fliegt er, wir sind zu weit weg. Und da entschwindet er bestimmt gleich. Da wartet er jetzt auf uns. Da haben wir ihn.
Oh, jetzt ist er wieder weg. Wir haben ihn nicht gekriegt. Ach, verdammt. Gut, das ist ärgerlich. Aber war ja abzusehen, ne? Wir machen mal zurück. Vielleicht haben wir erneut die Chance. Auf jeden Fall total cool. Also wir kennen es aus Assassin's Creed 3 und aus Black Flag, dass man eben diesen Zettelchen, ne, hinterherjagen kann. Und da gab es auch immer eine Trophäe, wenn man dann alle hatte. So, also so Rückzug scheint zu funktionieren. Na, ach Ivor. Ist der Zettel jetzt schon losgeflogen? Jetzt fliegt er los. Okay, volle Concentration. Na komm, 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 komm. Ja. Tattoo-Entwurf enthalten. Erhalten. Enthalten. So, sehr schön. Was haben wir denn hier noch? Irgendwas haben wir hier doch noch zu erledigen. So, was haben wir hier? Ach, hier können wir uns auf die Bank setzen. Schauen wir mal. Untertauchen. Sehr, sehr cool. Okay, und hier ist noch irgendwas. Aber was? Erneut auf dem Baum? Ja, das der nächste Tattoo-Entwurf, wenn ich das richtig sehe. Und los, ab geht er. Krieg mal, krieg mal, krieg mal, krieg mal, krieg mal, krieg mal, krieg mal. Los, komm schon, komm schon, komm schon. So weit weg ist er doch gar nicht. Los. Ja, Mann. Okay, der war jetzt nicht so schwer, ne? So, und dann haben wir jetzt hier noch einen blauen Punkt. Schauen wir uns das Ganze auch mal an. Wenn wir einmal hier sind, ne? Wir haben ja Zeit. So, 300 Meter. Allerdings müssen wir aus der Feste raus. Das König Haralds Festung. In diese Richtung hier. So, Pferdchen. Na dann, ab geht er. Mal schauen, wo uns der Punkt hinführt. Also, es ist schon gigantisch geil. Es wird Nacht. So, was haben wir denn hier? Wieder eine kleine Mission. Zeit für den Raubzug! Kinder, was ist mit euch los hier? Was soll das? Wer schlägt hier die Kriegestrommeln an? Sieh mal an! Ein kampferprobter Wikinger. Genau dich brauchen wir. Oh, und wofür braucht ihr diesen kampferprobten Wikinger? Eines Tages sind wir die größten Krieger unter unserem Banner. Skalden werden Lieder über das Wolfsrudel schreiben. Aber erstmal müssen wir noch das Plündern üben. Plündern wollt ihr? Dann lasst uns plündern. Drei Wölfe und ich als Vierter an eurer Spitze. Wolfsrudel, vorwärts! Wolfsrudel! Sie rannten. Vier Krieger. Wie vier Klauen eines Raubtieres. Eine jede zum Töten geschaffen. Zum Vernichten. Was wollen wir vernichten? Darunter, okay. Sie kamen im Dorf an. Hatten Fackeln, Äxte und Klingen dabei. Bereit für das Gemetzel.
In den Krieg! Ah! Was wollt ihr denn im Krieg? Hä? So. Na dann, Kaya, steig mal mit auf. Und ich will just wie ein Zombiger. Na komm. Sehr gut. Und wohin? Wieder hier hoch? Die Mission hat's gar nicht ausgelöst. Okay, na dann. Schauen wir mal, wo die Kinder denn hin möchten hier. Die kommen auch nicht mit. Was ist denn mit euch? Was ist mit euch? Naja. Scheint wohl nicht zu funktionieren. Wir müssen doch erstmal den Sigurd machen. Kehre zu Sigurd zurück. Das Alting beginnt. Ah, jetzt kommt die Kleine mit. Na, komm mit. Oder hat das was mit der Hütte hier zu tun? Das hat bestimmt was hier mit zu tun. Guck mal, die wollen ja hier spielen, ne? Genau. So. Zack. Das Opfer schafft es nicht zu fliehen. Nicht einmal zu blinzeln, während ihm die Luftröhre aus dem Hals gerissen wird. So, Leute, lasst uns plündern. Voller Blut und Kampfeslust. Zerschmettert der große Wolf Menschen wie Tontöpfe. Ja, Mann. So. Bam. Beute. Oh, holde Beute. Der große Wolf führt sein Beute mit Hacksilber. Yeah. So, Kaya, wo geht's weiter? Ihr habt das ja richtig cool vorbereitet hier. Jetzt hier zu dem Wagen. Alles klar. Nee, nicht wirklich. Okay. Gehen wir mal hier hoch. Gemeinsam steht das Wolfsrudel im Schutt des feindlichen Dorfes. Nichts bleibt, außer Trell für uns und der glimmende Rest des Blutbads. Komm, großer Wolf, und knie nieder vor deiner Jarlskrone. Ein erfolgreicher Raubzug. Ja. Dank deiner Hilfe wurde der Rabenclan endgültig vernichtet. Der Rabenclan, sagst du? Ja, wie in Jarlkürt wies Erzählungen. Eines Tages werde ich so sein wie er. Tod dem Stürmchen! Tod dem Rabenclan! Oha. Kürt wies junge Krieger. Eines Tages sehe ich euch Wölfe auf einem anderen Schlachtfeld wieder. Das kann passieren. So, wir haben 2 Fertigkeitspunkte. Die verteilen wir doch mal direkt. Wir hätten Kopfschuss, macht 2% mehr Schaden. Oder Gift, ne? 3% Gifteffektivität und Giftschaden. Nahkampf könnten wir nochmal raufhauen. Oder Fähigkeitenschaden. Tja, wir würden unsere Fähigkeiten mal ein bisschen mehr reinhauen, ne? Wie gesagt, Kopfschuss. Und beim Bären haben wir den Weg des Bären. Schleichangriffsschaden. Nahkampfwiderstand. Na, das nehmen wir doch. Nehmen wir das. Und unser Attentatsschaden. So, dann hat man ja ein paar Runen noch bekommen. Hier haben wir noch ein paar Entwürfe. Ich höre gerade Wölfe heulen. Ist das gut oder nicht? So, Quest, Geburtsrecht. Und dann können wir noch was verbessern. So. Und können unsere Axt nochmal verbessern. Höchste Stufe. Rüstung hauen wir auch noch was drauf. Nice. So läuft doch das Ganze, ne? Okay. Kehre zu Sigurd zurück. Na, ich lasse euch mal leben. Wir haben immerhin hier
Ja, König Haralds Waffenstillstand haben sie es ja genannt, ne? Was ist das hier oben? 800 Meter? So, wie gesagt, keine Ahnung, wann wir wieder hierher kommen. Ich denke mal, das können wir schon noch mitnehmen, ne? Wenn mein Pferd jetzt nicht so schnell hier hochkommt, was ja auch normal ist. Sehr, sehr schade. Das ist genau, ja. Wir kommen nicht hin. Also da müssten wir hin und da kommen wir nicht hin. Ja, ne? Oha. Okay. Naja, macht ja nichts. So, na dann. Gehen wir nochmal schnell synchronisieren und dann haben wir es auch geschafft für heute. Ich hoffe, stellt sich uns niemand mehr in den Weg. Da oben. Graben. So, Pferdchen. Oh. Okay. Okay, na dann. Ab geht er. So. So. Wenn wir synchronisiert haben, dann sehen wir auch alles. Ein bisschen besser. Sehen wir ein bisschen klarer hier. Zumindest auf dieser Insel schon mal. Und ich hoffe, wie gesagt, auch mit dem neuen Mikro, dass die Aufnahme hier funktioniert hat. Ort entdeckt. Alrex Stopper. So, die Leuchtfeuer von Rohan. So. Gekritzelte Worte von Rangwald Wanderskald. War Ymir der einzige seiner Art? Gab es vor ihm andere der großen Riesen? Wenn dem so war, gebaren sie Welten wie die unsere. Andere Reiche mit anderen Menschen, anderen Göttern? Hm, ein Jünger. Ymir, wisst ihr ja, das war ja laut der nordischen Saga, gab es ja keinen Urknall, ne, dass das Universum, der das Universum erschaffen hat, sondern eine riesige Bestie namens Ymir ist auf der Erde gewandelt und hat die Welt erschaffen und wurde später dann von Odin besiegt. Ja, also so viel zu Ymir, falls ihr euch gerade gefragt habt, wer das denn sein könnte. Das ist ein Geschöpf aus der nordischen Mythologie. Jetzt sehen wir ja auch ein bisschen klarer. 250 Erfahrungspunkte noch bekommen und eine mega Aussicht genossen. Und in der nächsten Folge geht's dann zurück zu Sigurd, darunter ins Dorf, nach Eirekstadir. Und das Alting beginnt, also das Treffen mit König Harald. Ich bin gespannt, wie das Ganze endet. Ich hoffe, ihr auch dran geblieben. Reingehauen, liebe Grüße, euer Rob.